So, willkommen zurück. Nächstes Video. Die gute Nachricht ist schon mal, ich war endlich beim Friseur, wie ihr vielleicht seht. Das haben wir immer in vorm Wörthersee schon mal geschafft. Die schlechte Nachricht ist, wir haben es jetzt Dienstagvormittag. Morgen früh um 3 geht's los. Limo-Motor ist zwar wieder zusammen, allerdings noch nicht eingebaut. Also uns steht noch eine Nachtschicht bevor. Wir müssen heute Nachmittag erstmal an unserem Golf 3, den nehmen wir übrigens auch mit, noch eine Achsvermessung machen. Und danach werde ich den Motor anschließend einbauen. Und dann hoffen wir, dass alles funktioniert. Ihr habt im letzten Video gesehen, was wir für Komponenten jetzt verbaut haben. Das Ganze hat natürlich beschissen geklappt. Also es ist einfach von vorne bis hinten der Wurm drin. Ist halt manchmal so, aber am Ende muss man einfach durchziehen und fertig machen. Problem war unter anderem, durch die dicken Kopfdichtungen wandern die Köpfe im V weiter auseinander. Das heißt, die Ansaugbrücke passt nicht mehr so einfach vom Lochabstand. Der Zahnriemen ist eigentlich zu kurz und passt nicht mehr drauf, weil die Köpfe zu weit weg sind. Dann war es natürlich so, wie Björn schon prophezeit hat, dass die Ventile sofort auf den Kolben aufsetzen. Das heißt, ich musste ein bisschen mit der Nockeneinstellung ein bisschen variieren, messen etc. Ich bin jetzt zu einer Lösung gekommen, die eine Mischung wird aus Ansprechverhalten und Leistung, weil ich kann definitiv nicht mehr die Nockenwellenverstellung fahren. Die wird deaktiviert sein erstmal, weil da fehlen einfach die Taschen in den Kolben für meinen krassen Nockenhub und Ventilhub, und deswegen lassen wir die erstmal deaktiviert. Sonst bin ich selber gespannt, wie das Ganze so als 2.7er fährt. Gleich kriegt ihr erstmal einen Zeitraffer, wie ich den Motor noch fix einbaue, und dann gucken wir mal, ob er anspringt und zum Wörthersee fährt. Und dann geht's weiter. So, es ist geschafft. Limo läuft tatsächlich wieder. War brutalst kurze Nacht bzw. Nächte. Hat aber alles geklappt. Etliche Probleme, am Ende aber doch alles funktioniert. Auto steht vor der Tür. Motor ist eingebaut, wie ihr gerade gesehen habt. Auto fährt auch. Wir sind jetzt komplett gerädert. Das heißt, jetzt geht's an Wörthersee. Da erstmal ein paar Kilometer machen. Gucken, ob alles funktioniert. Dann werden wir mit Sascha auf jeden Fall die Software einmal schnell ein bisschen drosseln, weil ich kann natürlich keine 3 Bar auf den originalen RS4-Kolben fahren. Aber ich denke mal, irgendwas zwischen 2 und 2,5 sollte auf jeden Fall gehen, dass wir irgendwo im Bereich von 800, 900 oder 1000 PS vielleicht sogar landen. War übelst Action, das Ganze. Am Ende lohnt es sich aber immer, weil wenn man dann einfach in diesem Auto drin sitzt und damit fährt, bin ich mir 100% sicher, war es die ganze Arbeit wert. Man wird dafür wieder belohnt. Und ja, jetzt freue ich mich einfach auf eine Woche Wörthersee. Und als allerletzten Abschluss, das habe ich mir immer aufgehoben, bauen wir jetzt noch diesen Vollcarbon-Tankdeckel schnell an. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, die Carbon-Türen anzubauen. Die liegen immer noch leider frisch lackiert in der Ecke. War zeitlich nicht drin, stand immer auf dem Zettel,
keine Chance. Egal, machen wir in Ruhe nach dem See. Deswegen machen wir jetzt nur noch diesen Tankdeckel dran und dann geht's zum Wörthersee.